und plötzlich auch erfolgreich. Omar Zonlagic mit dem Ausgleich in der 57. Minute. Ein richtig krummes Ding für Jeremy Frick. Und Larne. Kombinieren sich da gut durch und da kommt das 4:0. Und es ist dieser Marvin Spielmann, der hätte eigentlich gar nicht mehr auf dem Spielfeld stehen sollen, weil er ausgewechselt werden sollte. Aber wieder einfach schlecht verteidigt. Da stehen 2, 4 IBE-Spieler im eigenen 16er und 2 nur des FC Thun. Aber der kommt völlig frei zum Abschluss. Hier. Und alle schauen zu, alle ballorientiert. Nur auf den Flankengeber, nicht was im Rücken passiert. Voller aus der Kabine, Gewühl vor dem Sion-Tor und der Ball im Sion-Tor. 3:2 FC Thun, 55. Minute. Kuriose Szene. Havener bedrängt von Waro. Buxiert das Spielgerät liegend per Kopf über die Linie. Nennen wir es mal kaltstirnig. Bühne frei für den 24-Jährigen. Der Thuner Doppelschlag per Traumtor. Innerhalb von 4 Minuten zieht der FC Thun auf 2:0 davon. Vom Dennis Hediger. Der Spielmann nimmt den Ball raus, bringt ihn rein und dann einen aus der Zauberkiste, hat er den auspackt, wunderbar, das Goal, das sehen wir auch nicht oft so. Da kann man einfach genießen, gross analysieren müssen wir das nicht, aber wir müssen feststellen, dass Thuner nach dem Wiederanspiel verschlafen haben, weil nur 47